bin mit so einem alten Klassenkameraden ins Gespräch gekommen. Er hat mir erzählt, er war nach dem Abi für ein Jahr in Afrika. Und er meinte, dieses Jahr in Afrika hat ihm später geholfen, so für den Lebenslauf. Es hat ihm so geholfen bei Bewerbungen, für Jobs und so. Und ich dachte mir so, krass, ein Jahr in Afrika bringt echt viel. Ein Leben in Afrika bringt irgendwie gar nichts. Also es gibt anscheinend einen Punkt, ab dann ist man überqualifiziert oder so. Wenn Menschen aus Afrika nach Europa kommen, ist man hier so, hey Leute, ihr habt zu viel Auslandserfahrung. Auslandserfahrung ist irgendwie die einzige Spalte im Lebenslauf, wo man es übertreiben kann. Kommt man an der europäischen Grenze an, kriegen erstmal kein gutes Feedback. Leute, ihr habt zu viel Auslandserfahrung. Das hier ist ein weißer Kontinent. Wir haben schon ein paar von euch drin. Wir wollen im Schnitt unter beige bleiben. Das ist...